Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier Tobis E30, den haben wir gebaut 2018. Das Auto war jetzt wieder mal zum TÜV hier. Und da wir ja jetzt mehr mit YouTube machen, weil ich die Erfahrung gesammelt habe, dass ihr gerne seht, wie wir einbauen, würde ich euch dieses Auto von 2018 mal kurz zeigen. Das wird nicht lang werden. Aber wir gucken uns das einfach mal an, wie Tobi seine E30 2018 auf welchen Standard der damals eingebaut wurde. Wir fangen mit der Vorderachse an. Und zwar ist es ja beim E30 so, dass man die Radlagerhülse schweißen lassen muss. Wo wir damals oder auch wie heute noch mit einer Firma zusammenarbeiten, die uns das mit Zertifizierungen schweißt. Und da sehen wir jetzt hier das Radlagerhülse, wie die Anbindung, du musst bestimmt hinter mich kommen, wie die Anbindungen hier unten an das Radlagerhäuse angeschweißt wurden. Hier steht noch ca. 5 cm von dem alten Dämpferrohr in dieser Hülse drin. Dann wird das hier nochmal gebohrt, hier unten komplett verschweißt und das wird nochmal fixiert mit 3 Schweißpunkten, die natürlich jetzt weg sind. Dann wird das gepulvert und dann hat man ein fertiges Dämpfersystem auf der Vorderachse. Dann geht hier die Steifflexleitung runter. Die habe ich dann hier eine Einzugsmutter reingesetzt und habe die einmal hier befestigt. Und hier unter am Auto sind es auch mit Einzugsmuttern. Beim BMW ist das damals sehr schwierig gewesen, weil hier halt nichts ist. Ja? Hier ist halt kein Leitungshalter und nichts. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, hier Einzugsmuttern zu setzen. Hier sind wir am Originalbefestigungspunkt gegangen. Gehen dann hier über die Hinterachse und kommen dann hier ins Fahrzeuginnere durch den Stopfen. So, und zwar kommt die Steifflexleitung hier oben raus, ja? Geht dann hinterm Dämpferrohr lang, auch mit einer Einzugsmutter und hier nochmal mit einer Einliedmutter und geht dann hier hinten am Tankstutzen lang, ist da auch nochmal befestigt. Mhm. Kannst du schlecht sehen, ne? Nee, passt. Kommt hier oben aus der Domaufnahme raus, geht hinterm Dämpfer lang, kommt hier unten am Original Stabi-Halter lang. Oder ist da der Stabi? Nee, ne? Jo, das damals. Ne, das war einfach nur eine Haltelösche. Und geht dann hier rüber über ein Differential lang in der Ersatzradmulde rein. So, zum Kofferraum. Kommen wir da unten ins Fahrzeuginnere durch den Stopfen durch. Da kommt danach gleichzeitig die Zuleitung vom Wasserabscheider, die Zuleitung vom Wasserabscheider zum Steuerblock. Steuerblock ist hinten in so einem runden Deckel angefertigt. Hier haben wir eine extra Halterung bauen lassen damals. Die war damals noch aus Stahl, die ist jetzt aus 3D-Druck, gibt es die jetzt bei BMW. Kompressor war damals noch ein 380er BR, 15 Liter Tank. Da drüben ist eine Steifflexleitung, da habe ich damals extra noch Schrumpfschlag drumherum gemacht. Und das geht dann hier nach unten zum Kompressor. Wenn man so ein Auto halt mal sieht, was man 2018 gebaut hat, dann ist es eigentlich schon schön, mal so den Standard zu sehen. Aber das ist echt schon krass. Ach so, wir zeigen euch jetzt noch ganz kurz den Innenrahmen, weil da ist auch noch was passiert. Und hier haben wir 2018 schon extra eine Konsole angefertigt, wo wir das Bedienteil reinsetzen, ja, weil ich das immer ein bisschen doof finde, wenn die Dinger hier irgendwo im Auto rumfliegen. Dachte ich mir damals, das wäre eigentlich perfekt für Tobi. Gut, das war mal so ein kurzer Einblick zu so einem Auto, was wir früher mal gebaut haben. Der war jetzt, wie gesagt, zum TÜV hier. Und wenn wir jetzt immer mal Autos zum TÜV haben, die wir mal gebaut haben, dann werden wir euch immer mal so ein Video dazwischen schieben. Dankeschön, bis später.